Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier diese schönen neuen Wege ausprobiert. So, ich muss probieren, ob ich mit dem Finger... Ja, ich kann mit dem Finger wieder arbeiten, super. Und ihr habt mir auch schon die Warnung geschrieben, hat mir wieder geschrieben, Vorsicht, pass auf, diese Dinge sind teuer. Du kannst sehr schnell damit dein Geld sozusagen verspielen. Ist mir aufgefallen. Ich habe mal danach nochmal drüber geschaut. Und klar, die Zahl selber hört sich sehr klein an. Ein Betonstück. Was macht das schon aus? Aber wenn wir angucken, das ist ja pro Ding. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel, bin ich noch im Planungsmuster? Dann bin ich nicht. Wenn ich jetzt hier eine Steinfläche nehme und sage, ich mache hier eine Steinfläche, dann... Hallo? Dann ist es gleich mehr, weil... Oh, ich habe gesagt, abbrechen. Hallo? Nein, das war nicht der Plan. Stopp. Kann ich das abreißen? Ah, Oberfläche entfernen. Bitte entfernen. Dann sind das jetzt schon alleine 4, 9 mal 7. Das ist nicht wenig. Wir wissen alle, dass es 63 ist. Das ist allein schon 63 Beton. Und wenn man das natürlich auf so eine Fläche ausrechnet, geht das statistisch einfach nach oben. Das macht es natürlich nicht umso besser. So, alles hier ist wieder voll. Super. Was ich heute ausprobieren wollte, dafür brauche ich aber schnell ein Buddel. Ein Grabgerät. Und die Kollegen graben aber gerade hier so schön. Na, schauen wir mal. Wir werden uns nachher irgendwann... Seid ihr denn schon wieder durch? Scheint so. Dann wird es passen. Dann werden wir euch jetzt hier ansetzen. Die ersten Großgrabungen vorzunehmen. Wir gehen 2 tief. Davor gehen wir flach. Machen bis hier erstmal alles flach. Dich schalten wir fürs Erste aus. Und dann ziehen wir euch offiziell jetzt hier hin. Wobei ich aber noch gerne... Ich würde gerne hier ein Zwischenlager einrichten. Und zwar hier. Bedeutet, wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir gehen hier mit dem Planierwerkzeug hin. Sagen, okay, die Ecke, die wird blöd. So. Ich setze dich jetzt einfach hier hin. Und dann machen wir hier doch eine Fläche. Dann wird hier Ressourcen zwischengelagert, die wir finden und die wir noch benötigen. Wir gehen jetzt hier auf Bereich anpassen und schicken wir jetzt erstmal den Bereich hier. Weil dann wird das hier vorne wirklich die Mine einfach. Die Kollegen fahren jetzt hier schon mal weg. Weil klar, das ist jetzt noch eine riesen Fläche, die wir verfüllen müssen. Aber den Rest gleich kriegen die kleinen Bagger hin. Wir müssen ja Ressourcen ran schaffen. Nicht unbedingt irgendwas anderes. Und wenn wir das jetzt bis hier durchkriegen, können wir hier auch andere Arbeiten anfangen. Das ist in Ordnung. Das sehe ich alles mittlerweile als abgeschlossen an. Ich habe hier schon massiv gebaut. Also, das ist nicht wenig, was wir hier gemacht haben. Unsere Kohlemine steht still. Steht schon wieder. Habt ihr ernsthaft das alles schon abgegraben? Wollt ihr mich verarschen? Natürlich habe ich dann keine Kohle mehr.
Aber mit den neuen Fördersystemen können wir vielleicht auch eine ganz neue Art von... Obwohl, wir haben gar kein vieles Fördersystem drin, ne? Ne, wir werden das Ganze noch ein bisschen umbauen gleich dann hier. Wenn, wie gesagt, ich will noch ein bisschen warten. Klar, das ist jetzt alles ein bisschen blöd von Fahrstrecke her und weiß nicht, guck was. Aber ich möchte einfach diese Ecke fertig haben. Ich möchte das abgeschlossen haben, bevor ich was anfange. Habe ich kein Holzlager mehr frei? Ernsthaft? Alle Holzlager voll? Auch nicht schlecht. Ja, da müssen wir dann gleich was dran machen. Ja, selbst das Holzlager ist voll. What the fuck, okay. Weißt du was? Einfach weil wir es gerade können, geben wir euch wieder frei. Dann sollen die das verarbeiten. Dann haben wir nochmal eine Notfallressource, einfach ein Backup. Nicht, ist der Tank schon wieder halb leer. Ah, das wird sich gleich ändern, denn wir haben hier genug Ressourcen grundsätzlich. Es war bloß wieder Aufzüge für Förderstrecken. Das finde ich immer noch genial. Ich muss das bloß noch ein bisschen richtig anwenden. Ja, aber es wird, es wird. So, Kollegas, ihr wisst, was zu tun ist. Ran an die Arbeit. Ja, die werden jetzt am Anfang noch die Strecke fahren, aber ich muss erst, eigentlich müsste ich ihnen das hier hinten vorgeben, ne? Eigentlich müsste ich erst sagen, mach das hier. Weil dann wird erstmal die Ecke abgeändert, die wir hier machen. Da muss man aufpassen. Du musst immer so ein bisschen ziehen sonst. So. Jetzt sollen die großen Burschen mal hier einfach kurz platt machen, weil dann können wir da die großen Zwischentanks einbauen und alles mögliche, was wir benötigen, um diese Anlage weiterzubringen. Nun sollten wir hier gut unterwegs sein. Die Kollegen können das hier gleich verkippen, wie ihr habt. Diese sind die zwei. Gut, dann werdet ihr dem hier nicht mehr zugewiesen und ihr werdet dafür dem hier zugewiesen. Gut, die Kollegen fahren jetzt gleich tanken, so wie ich es mir vorstellen kann. Die sind fast leer. Ja. Das sind jetzt natürlich massive Fahrzeuge für eine Mini-Aufgabe. Aber, mei. Dafür werden wir, holy shit, schaut dir an, wie viel Fläche wir hier schon haben. Ich muss das schon wieder erweitern. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so schnell das Ganze erweitern müssen. Vor allem, weil es einfach nur Erde ist an Fläche. Aber das ist gar nicht schlecht. Wo fahren denn die mit der... Die fahren das Gestein nach Denten. Den können wir gerade mal rausnehmen. Den brauchen wir nicht mehr. Der gehört nicht mehr zu unserer Truppe. Aber wir haben schon die Fläche schön freigekommen. Das ist super. Wir haben fürs Erste hier eine Arbeitsfläche. Auf der wir arbeiten können. Aber wenn Sie sich selbst das anschauen, hier ist immer noch Erdflecken. Bedeutet, wir müssen relativ tief, um die komplette Erde auszugraben. Und das kann natürlich spannend werden. Aber wir werden wahrscheinlich nachher den Tank dann auch noch hier drüben versetzen, alles Mögliche, um einfach die Arbeitsflächen freizugeben. Aber wenn Sie alleine schauen, hier ist auch noch Gras. Und wir sind ja echt so tief unter der Erde. How?
Aber wenn du es anschaust, die Fläche wird schon irgendwann wenig werden. Fährt er jetzt hin? Er fährt zu dem Tank. Habe ich euch gerade nicht gesagt, ihr müsst es nicht zu dem Tank fahren. Weil das ist nur ein Erdetank, den ich zwischengegeben habe. Habe ich den noch an der Aufgabenliste drin? Nein, ich habe dich rausgenommen. Weil die Mine selber werden wir noch ein bisschen brauchen, bis wir freigeben, weil wir müssen ja dann hier vor, wir müssen erstmal hier die Fläche ein bisschen freigraben. Eine Höhe bestimmen, auf der wir arbeiten anfangen. Wie schaut es mit der Flächenbearbeitung hier aus? Großteils sind wir durch. Was natürlich super ist, wir haben jetzt hier überall diese Abgänge, bedeutet, du kannst hier einfach überall runterfahren. Was das Ganze sehr angenehm eigentlich macht von der Arbeitsfläche her. Ich gehe mal hier auf Bereich anpassen. Gib den dem Bereich. Und mach dasselbe dann hier drüben. Ich gebe hier. Das als Verkippungsfläche frei. Und das hier vorne als Begradigungsfläche. Dadurch kann die Arbeitsfläche ein bisschen freigegraben werden. Und wir verkippen vielleicht direkt vor Ort auch ein bisschen. Aber wie es ausschaut, sind wir hier dann quasi durch. Düng? Ah, Wasserstoffzellen sind freigeschaltet. Super. Siedlung ist voll mit Abfall. Oh. Warum? Welche höllische Ressource ist jetzt wieder ausgegangen? Aktiviere ich euch wieder? Oder ist einfach die Anlage mittlerweile zu klein? Das ist natürlich ungut, wenn... Kriegen wir dich langsam leer oder ist das so viel angefallen, dass das... Aber warum? Wir haben doch so gut produziert bis jetzt. Fehlt irgendwas? Geht irgendwas über? Der Dampf kann nicht ab. Warum habe ich dich nochmal pausiert? Ist das die ganze Zeit das fucking Problem? Wenn das das Problem war, dann lache ich mich gleich schief. Schauen wir, jetzt müsste langsam irgendwann der Tank anfangen, ihr leerer zu werden. Hä, was ist denn jetzt los? Was? Bagger bemüht sich? Ein erreichbares... Das habt ihr euch selber gefangen. Achso, nee, ihr wollt... Seht das wie das hier an, bitte. Jetzt war ich gerade dezent verwirrt. Ganz ein bisschen verwirrt. Okay, das ändert sich jetzt hoffentlich bald. Die Kohle müsste eigentlich gerade. Wird das nicht. Ich habe alles eingestellt, außer die Erde. Dann sollten die gleich hoffentlich hier fahren. Kollegen, ihr seid durch. Dann kommt ihr zur Hauptmine dazu. Arbeitet jetzt hier. Was haben wir hier noch offen? Ein paar Kleinigkeiten, wie es ausschaut. Wird jetzt die Erde abtransportiert? Das wäre mal schön.
Und die auch niedrigeren Part, weil sonst können wir keine Kohle verfahren. Und ohne Kohle verfahren wird das nichts. Wir haben gleich nichts mehr zum Graben im Gebiet, ne? Dann gehen wir jetzt auf Bereich anpassen. Und wählen erstmal das Gebiet hier aus. Das heißt, wir gehen direkt auf 6 runter. Und gehen dann da erstmal gerade vor und schauen uns das Ganze drunter an. Jetzt wird die größte Mine der Geschichte hier eröffnet. Dann machen wir mal die Zwischenlager fertig. Das sind alles alte Arbeitsflächen. Hier ein Schüttgutlager hin. Beide einfach mal fertig bauen. So, zack. Du bist für Gestein. Und der hier kriegt eine Exportroute hier hin. Er verfährt immer noch die Erde hier hin. Obwohl wir hier kann, was hier verbildgibt werden kann, angegeben haben. Oder muss ich das dann hier in die Exportroute eintragen? Ich glaube, das muss man machen. Wir bauen auch hier noch ein kleines Holzlager auf währenddessen. Holz. Das Problem ist, jetzt fahren die natürlich ihre 4 Kilometer gerade, was komplett dumm ist. Das kann ich mal von der Priorität ein bisschen höher setzen. Weil hier muss die Erde gerade abtransportiert werden, die wir gerade irgendwie abgraben. Nicht woanders. Die Kollegen verfahren es selber. Das Gestein wird hier nur zwischengelagert und sollte dann irgendwo irgendwann abtransportiert werden. Denn wir produzieren natürlich jetzt hier auch Tonnen. Ich bin mir überlegen, ob wir ein paar große Schüttguttransporte hier einfach hinstellen, die das verfahren sollen. Da gibt ja allein mal, was die hier fahren für Erdmengen. Sieht sogar unter Wasser, wie sie das Ganze verteilt. Wir machen ja gleich hier alles dicht, dann können wir eine Abkürzung auch noch hier durchbauen, anfangen. Vielleicht kriegen wir das ganze Auge mit Erde verkippt, dann haben wir genug auf Lager. Auf jeden Fall graben die relativ schnell hier alles durch. Und wenn wir das alles gut abgegraben haben, eine gute Höhe gefunden haben, können wir da draus unser großes Farm- und Holzgebiet endlich eröffnen. Wäre natürlich schön, ne? Sowas zu haben. Und mit den großen Baggern, denke ich, haben wir genug Ressourcen auf Lager, um das auch zu schaffen. Vielleicht können wir da auch tonnenweise Weizen anbauen, um eine alternative Benzinressource zu machen. Oder Hydrogen, wäre auch geil. Wie geht's denn eigentlich an einem Schiff? Kann ich rein theoretisch hier nochmal einen Auftrag machen? Hier so ein Angriff wäre jetzt noch ganz lustig. Wenn ich mir das anschaue, ist das Ding jetzt schon fast voll. In kürzester Zeit. Ich habe eine Idee. Da muss ich jetzt aber kurz gucken.
Gut. Dann bauen wir ein U-förmiges Förderband Stufe 3. Vielleicht kann ich hier mal so einen flachen Aufzug, Schüttgutaufzug verwenden, das ist ja cool. Obwohl, eigentlich ist es wurscht, ne? Hier gibt es mehr Sinn, das zu nutzen, wie es ist von der... Hier ergibt es Sinn. Schauen. Unser erster Aufzug. Oh. So. Und jetzt gibt es ja hier die Absetzer. Das bauen wir jetzt mal. Dann ist es automatisiert. Ist zwar die teuerspieligste Variante, die ich hätte bauen können, aber scheiß drauf. Ich finde, das ist jetzt cool. Jetzt bin ich gespannt. High-Speed-Up-Transport. In kürzester Zeit wird jetzt alles rausgeholt. Ansonsten müssen wir halt noch eine zweite Reihe davon machen, die das abfährt. Jetzt ist die Frage, wie schnell sind dann die Absetzer? Ansonsten brauchen wir halt noch einen Absetzer, aber ich glaube Akte... Oh ja, jawoll! Das Ding ist ja der pure Wahnsinn. Ich glaube, es wird langsam immer leerer. Wenn man so anschaut. Hier hinten stockt es halt jetzt. Aber mit zwei gleich sind wir immer noch gut unterwegs. Und wir können Stück für Stück das Ganze verkippen. Verkippungsabstand. Mit dem Abstand der maximalen Höhe der Verkippte. Jetzt baue ich beiden auf minus 5. Schaut so aus, als ob wir das Ding langsam leer kriegen. Jawohl! Zwei Verkipper regeln. Geile Sache. Jetzt passt, ich baue jetzt einfach zum Schutze hier noch einen Verkipper hin. Der das auch noch mit übernehmen soll.
Dann verkippen wir jetzt hier auch alles zu. Dann sind die nicht alle so ausgelastet. Es läuft besser und es läuft stabiler. Perfekt. Perfekt. Ort erkundet. Elektronik haben wir gekriegt. Nice. Ein Schiff zu stark beschädigt. Der müsste es jetzt auch einmal reparieren. Also somit entlasten wir auch hoffentlich die ganzen bisschen. Vor allem, wenn die Ressourcen halt wirklich anfangen zu sinken, so wie es ausschaut. Klar, es muss immer nur mal eine größere Ladung kommen und wir werden wieder ordentlich was reinbringen, weil da kommen jetzt riesige Ladungen teilweise. Also sie kommen gut hinterher. Aber es funktioniert. Ich finde es gerade einfach grandios. Und sonst machen wir das hier den ganzen Strand entlang. Dann fangen wir an, damit alles zuzukippen. Erde haben wir hier jetzt hier einen Tonnen und das machen wir alles schön flach. Jetzt sind wir schon unter dem Threshold. Schaut ihr das an. Super. Leute, wir haben was geschafft. Ich bin happy. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.